Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Fortune Island. Weiter geht es heute mit einem Königsdeck, und zwar dem ersten, den diese Marke in Serie hier gebaut hat, und zwar der CC8S. Das Modell an sich heißt CC, aber diese Variante ist der CC8S. Der allererste Königsdeck. Es ist lange her, 2002. Das ist schon 16 Jahre, immerhin, ne? Und man sieht sofort, dass es ein Königsdeck ist. Ich meine, diese Designsprache behalten sie ja auch heute noch weiter mit dem Agera, der vielleicht bald einen Nachfolger bekommt, wer weiß. Man sieht aber halt deutlich, dass es ein Königsdeck ist. Die Türen sind natürlich sehr besonders, wenn ich die jetzt mal hier öffne. Ja, das ist nicht ganz normal. Das Dach kann man abnehmen. Und ja, wie jeder Königsdeck ist er verdammt schnell. Selbst das Basismodell, die hat einen 4,7 Liter großen V8-Motor, Kompressor aufgeladen, der mehr oder weniger eigentlich von Ford ist. Zumindest die Basis ist eigentlich ein Ford-Rennmotor. Kompressor. Andere Varianten des CC haben dann noch zwei Kompressoren, wie der CCXR zum Beispiel, die stärkste Variante, die wir auch in Horizon 1 hatten. Das war dieses Carbon-Auto. Ich meine, hier ist auch vieles Carbon, aber der war nur in Carbon lackiert. Der hatte keine andere Lackierung, der CCXR. Dieser Trivia Edition, oder wie der heißt, der war komplett nur aus Carbon, und dachte man sich, Farbe, wozu? Einfach so lassen, sieht auch so geil aus. Hier 4,7, nur ein Kompressor. Aber trotzdem genug Leistung, nämlich 655 PS und 750 Newtonmeter. Und was Königsdeck auch machen wollte, sie wollten ein Auto bauen, was schneller ist als der McLaren F1, der damals schnellste Seriensportwagen. Und auch bis heute noch der schnellste Seriensportwagen mit Saugmotor. Mit um die, ich glaube, 380 km, sehr schnell, der F1. Also ungefähr, genau das weiß ich jetzt nicht. Und Königsdeck wollte ein Auto bauen, was noch schneller ist. Der Wagen ist auch schneller, der schafft nämlich angegeben mit 390. Das jetzt schon mal nicht schlecht ist. Als Basismodell, 390 km, muss man auch erstmal schaffen. Und ja, es ist sehr übel. Beschleunigung wie die Hölle, Topspeed wie die Hölle. Hoffentlich fährt er sich auch ziemlich geil. Aber ich hoffe mal nicht wie die Hölle. Das wäre ein wenig schade, wenn er sich so schlecht fahren würde. So, Motor. Also die Leistungsdaten sind hier ein bisschen komisch. 421 kW sind um die 500... 65 PS und 636 Newtonmeter. Irgendwie sind die Angaben hier ein wenig falsch. Oder komisch. Aber der hat 655 PS. Oder was, 65? Ich glaube 55 und 750 Newtonmeter. Irgendwie sind die Angaben hier falsch, aber trotzdem, er schafft im Spiel knapp 390 km/h. Deswegen, das scheint so zu stimmen. Andere Motoren brauchen wir nicht. Achso. Guten Racing V12. Und 5,1 Liter V8 Twin Turbo. Das wäre der Motor aus dem 1-to-1-Agera RS. Eigentlich ist das auch der 1-to-1-Motor. Könnten wir einbauen? Nö. Lass mal den Motor drin, Allrad, und statt Kompressoren könnten wir hier auch Twin-Turbos einbauen. Nö. Das brauche ich eigentlich gar nicht. So, Spoiler. Naja. Okay, ich dachte mir hinten, genau, es kann nur schlimmer werden. Das ist kein großartigen Spoiler, ich meine, das braucht ihr auch nicht. Ich meine, an sich, wenn man von oben guckt, sieht er halt schon ziemlich breit aus. Also schon ordentlich. Also, ne? Ihr wisst, was ich jetzt mit Breite meine. Oder Tiefe, oder wie man es auch immer nennen möchte. Der Wagen wird auch weitestgehend standardmäßig bleiben. Also Rennreifen nehme ich natürlich immer gerne. Gerade bei einem so schnellen Auto, was vorne lächerliche 245er Reifen hat. Königsdeck, was ist mit euch los? Okay, ja, die sind nicht so lächerlich, aber ja, bigger's better, ne? Wisst ihr Bescheid? Felgen auf jeden Fall. Oh. Zwei größer, okay. Das mache ich hinten. Da können wir von 20 auf 21 gehen, was wir auch definitiv machen werden. Und hinten vorne nur 18 Zöller. Ach Göttchen, ach Göttchen. Aber 20 finde ich zu groß. Ich mache mal vorne 19 Zöller. Und Spur geht breiter. Es ist halt schon verdammt breit, ne? Müsste vielleicht sogar schon die erste Stufe vorne reichen. Na gut, hinten. Hinten können wir ruhig volle Kanne gehen. Würde ich aber eigentlich vorne auch gehen. Da müsste ich halt nur mehr Sturz reinmachen. Ach, das kriegen wir auch hin. Na, passt schon.
Aber Felgen, tut mir leid, Knüsek, aber die sind einfach meiner Meinung nach abgrundtief hässlich. Und das müssen wir schleunigst ändern. Also der kann ruhig dicke Felgen vertragen. Also der kann hier ruhig was Krasses drauf haben. Wenn die Felgen wie 20 Kilo schwerer sind, ist scheißegal. Der Wagen ist eh extrem leicht. Wiegt nicht mal 1,3 Tonnen. Boah, die sind halt schon. Eieiei. Ich kann ruhig richtig dicke Dinger bekommen. Vielleicht sogar mit Tiefbett. Boah, Lexani, Boah, die finde ich geil. Ja, die auch. Diesmal hier Lexani-Felgen. Ja, die oder. Wenn will ich. Ich mache erstmal die rauf. Irgendwie haben die was, finde ich. Was mir jetzt auch gerade auffällt, ich meine, vorne der Überhang ist normal, aber hinten halt. Der Überhang, der ist halt extrem klein. Sieht ein wenig weird aus. Aber egal. So, ja, Getriebe, 6-Gang manuell, handgerührt. Automatik ist hier nicht. Da musst du schon mal selber den Gang wechseln. Bremsen hat er, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, der Bremsweg war in echt von 100 auf 0. Ich glaube auch nur, weiß ich, 33 Meter oder so. Das schafft vielleicht heute auch schon, sag mal, annähernd normale Autos. Aber wie gesagt, wir sind das Auto 16 Jahre alt. Das sollte man immer noch bedenken. Ich nehme aber gerne die besseren Bremsen. Es ist nicht viel, aber naja. Kleine viel macht auch Mist, ne? Okay, wir könnten einen Busmodus machen und. Aua. Ist das schon tief. Okay, der hat also schon Rennfedern drin. Das ist ganz gut. Gewichtstechnisch, ja. Jetzt dank den Felgen sind wir jetzt bei gut 1,3 Tonnen. Ich glaube, leicht, der muss der auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt. Der wird hier in allem besser. Boah, das ist halt schon extrem leicht, ne, Alter? 1188 Kilo. Ich meine, der ist so schon sehr leicht. Obwohl er auch sehr gut ausgestattet ist. Muss man dazu auch sagen. Ist ja nicht so, dass der Wagen jetzt nackig ist. Der ist schon wirklich ordentlich ausgestattet. Der hat eine ordentliche Serienausstattung. Ist halt trotzdem so leicht. Ne, weil überall Carbon. Da wiegt halt nichts. Ist halt trotzdem dick Leistung. Und auch einen sehr, sehr guten Topspeed natürlich. Unter anderem auch wegen dem sehr guten CW-Wert, Luftwiderstand. Der liegt, glaube ich, bei 0,29, was echt gut ist. Das muss aber nicht immer heißen, dass es unbedingt weniger besser ist. Oder, ich meine, sie können sicherlich weniger machen, weil ich glaube, ein Mercedes A180 oder war das? Wie sind C180? So ein Blue Efficiency-Modell, glaube ich, auch einen CW-Wert von 0,25 oder sowas. Also auch, ich sag mal. Normale Autos, die sich auch Normalsterbliche hier leisten können, auch die erreichen sehr gute CW-Werte. Ich glaube, ein GT2 RS hat einen CW-Wert von 0,36. Halt wegen Frittentheke. So, Aerodynamik kann man leider nicht verstellen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Dann da vielleicht noch mehr Topspeed geben würde. Wir brauchen vorne definitiv Sturz. Finden auch ein bisschen mehr. Aber ja, wir haben leider nur 6 Gänge. Das ist etwas wenig für knapp 400 km/h. Deswegen können die ruhig auch mal ein bisschen länger hier. Oh, 3,1 Sekunden auf 100? Hm. Ich meine, optisch finde ich den jetzt nicht unbedingt so extrem geil. Das ist aber auch generell bei Koenigsegg so, die bauen jetzt nicht so ultimativ schöne Autos. Ich meine, es sind auch sehr eigenständige Autos, auch natürlich mit der Frontscheibe, dass sie so gewölbt ist und mit dem Dach, das ist halt auch ein wenig komisch. Ich meine, sie machen halt ihr eigenes Ding. Das können sie auch gerne weitermachen. Hab ich überhaupt nichts gegen. Es sieht aber halt nicht wie normale Autos aus, die man halt so kennt.
Ich denke, so um die 390 sollte er fahren, Topspeed. Werden wir hier auf dieser Insel auf jeden Fall nicht brauchen. Aber ist egal. Über 300 sollten wir schon knacken. Okay, 388,5. Ja. Ob wir es denn jetzt noch ein Kammer mehr schaffen, das ist jetzt auf dieser Insel nicht relevant. Ob ich jetzt vielleicht noch 389,5 schaffe oder so, das ist jetzt ziemlich Wurst. Achso, Farbe vergessen. Idiot. Denn Grau gefällt er mir nicht ganz so sehr. Die Felgen müssen sowieso noch umgefärbt werden. Also ich habe irgendwie eine Farbe im Kopf. Ich guck mal, was es so serienmäßig gibt. Wir haben hier so ein, ja, ist eher so ein Silberton. Ist ein bisschen bräunlich. Dann gibt es die Karre in einem netten Rot, dunkelblau und natürlich schwarz, geht sowieso immer. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie einen lila Ton im Kopf. Ein dunkles Blau. Irgendwie bin ich so auf lila. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum. Machen wir eher so ein, ja, lila Blau mäßig. Und halt natürlich. Obwohl, so dunkel soll das gar nicht. Man soll auch schon sehen, dass es lila ist. Also auf jeden Fall heller als beim Golf 2, den ich hatte. Der so ein bisschen in die Richtung Feuer und Eis ging. Aber ich finde, das kann schon ein bisschen heller sein. Mit Felgen, wir könnten ja auch theoretisch lassen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt Carbonfarben machen wollen. Das passt doch überhaupt gar nicht. Vielleicht sogar was mit Alu oder so oder Stahl. Wir gucken erstmal hier, ne? Okay, Riffelblech, naja. Natürlich bei dieser Art von Felgen passt eigentlich Chrom ganz gut, bei solchen dicken Teilen. Okay, Kupfer passt dieses Mal hierzu nicht. Deswegen eher ungeeignet. Damaszener Stahl hat was. Das muss ich ehrlich sagen. Boah, galvanisiert sich gut eigentlich. Doch, wir nehmen auf jeden Fall was mit Stahl. Poliert das zu hell. Abglänzend. So ein gebürsteter Stahl, das sieht auch eigentlich ganz geil aus. Passt doch eher so zu einem etwas älteren Auto. Ja gut, etwas älter, naja. Mein Auto ist auch 10 Jahre alt. Mir gefällt das, denke ich mal so. Die Farbe der Bremssättel würde ich gerne ändern. Das ist ein kleines Detail, kann aber wirklich viel zerstören. Kann aber auch viel cool machen. Vor allem, wenn man auch die Bremssättel verschieden lackieren kann. Nicht nur alle vier, sondern nur, was ich Vorderachse gehen oder Hinterachse oder nur links und rechts. Oder generell Felgen einzeln lackieren. Also ich mache mal die vorne links, keine Ahnung, orange und vorne rechts grün oder so. Mal gucken, mal gucken. Wäre schon nicht schlecht. Natürlich bestes Wetter. Okay, lila gefällt mir. Felgenfarbe, ja gut. Kommt jetzt nicht so wirklich zur Geltung bei dem Wetter. Ist egal. So, Cockpit, ja. Gibt Schöneres aus der Zeit. Aber egal, wir wollen natürlich ein paar Rennen fahren. Wir haben wieder saisonale Seasons. Eine Veranstaltung. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder im Sommer mittlerweile. Ich habe jetzt fast eine Woche nicht aufgenommen, Fortune Island. Also Zürich, ich bin gerade hier am Freitag, dem 21. Dezember. Falls das irgendwer wissen will. Wahrscheinlich nicht, aber ich sag's einfach mal. Rundstreckenrennen, das hört sich doch gut an, ne? Sehe ich auch so. Bei nächster Gelegenheit wenden. Okay, ich gehe direkt. Der Wagen ist fucking schnell. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, das waren jetzt 200. Ich habe ein paar Sekunden geredet, direkt 200 km/h. Quasi Mindestgeschwindigkeit bei dem Auto.
Der Schnell hört sich auch geil an. Kompressor hört sich ziemlich komisch an. Also passt irgendwie, finde ich, nicht so ganz zum Auto. Ich meine, natürlich war damals so. 400 Metern links abbiegen. Braucht nur 4,7 Liter Hubraum. Ist jetzt ja auch nicht so viel. Dann ein Kompressor, na gut. Die späteren Modelle hatten ja dann zwei Kompressoren. Kann man auch machen, ne? Dann stell dich mal vor, wie eine Corvette ZR1 oder so. Oder Corvette C7 mit zwei Kompressoren statt nur einem. Puh. Das sind ja easy 1000 PS. Aber sowas von easy. Ja, wunderbares Wetter habe ich mitgebracht. Ich möchte aber nicht gerne jetzt bei Regen fahren, bei Gewitter. Du hast dein Ziel erreicht. Ich denke, der Wagen ist für andere Sachen gebaut. Das ist natürlich hier im Spiel ein Hypercar. Ja, 2000 Autos. Das ist, glaube ich, ein wenig gerechter. Aber mal 5 Runden. Warte, bei Aurora, da ist ja eigentlich... Ich mache aber normal. Sonnenuntergang. Heiter. Ich meine, bei Aurora ist noch eigentlich trotzdem gutes Wetter. Ist halt natürlich ziemlich dunkel. Und so. Aber eigentlich, es regnet gar nicht oder so. Bin ich jetzt nicht gerade. Aber ich habe jetzt unter der Woche nicht so viel Fortune Island gespielt. Da ich halt gerade viel Red Dead spiele. Und das auch leider bald durch habe. Ich bin jetzt, denke ich mal... Richtung Ende Kapitel 6 bin ich jetzt. Also fehlt dann halt noch, glaube ich, 2-3 Missionen oder 4 Missionen in Kapitel 6 und dann halt noch die beiden Epiloge. Oh, erster Gang, ja. Anfahren. Da ist nicht so viel, also... Der erste hat einen krassen Sound. So, Racing Force 12, ich dachte schon. Interessante Autoauswahl. Danke, du Arsch. Wie er marschiert. Das ist erst Gang 3. Ja, noch drei weitere. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich den V12 Racing im Aston Martin. Ich finde es irgendwie cool. Schon nicht, wie ich Wheels bin. Wenn sie doch nur 655 PS. Das ist jetzt ja auch. Und vielleicht sondern König 6 nicht sonderlich viel. Das ist nur so das Einstiegsmodell. Das ist nur so 390 km fährt. Ich meine, warum auch nicht? Aber ich brauche eine lange Gerade, glaube ich. Das ist ja ein schönes Rennen. Aber mal so 320 vielleicht fährt. Mal sowas oder noch schneller, gerne. Setz hier mal wieder, danke Subaru. Wieder viel Fortune Island aufnehmen, das sind ja um die Weihnachtstage, wenn ich mehr Ruhe habe. Ich muss auch noch für Geschenke was ein bisschen machen. Da bin ich immer so ein Spätzünder, wenn es um Geschenke für Weihnachten geht. Also da vielleicht Geschenke für euch geben. Wer weiß? Da gab es vielleicht schon. Je nachdem, wenn das Video hier rauskommt, das weiß ich gerade nicht. Ob das noch vor Weihnachten rauskommt. Kann gut möglich sein. Was gezählt, Leute?
Hätte ich nicht gedacht. Nicht bremsen, weiterfahren. Das Sound ist irgendwie geil. Das hört sich auch, finde ich, sehr amerikanisch an. Vielleicht so eine Vorstufe des Motors aus dem Ford GT zumindest. Der hat ja, glaube ich, einen 5 Liter V8 Kompressormotor. Der hat ja 4,7 Liter. Und ähnliche Leistungswerte. Wie der Ford GT von damals. Kann ich mir gut vorstellen. Dass die Motoren ähnlich sind. Da würde ich auch mal zurückspulen. Ich hoffe, entschuldigt mich. Ich bin ein bisschen zu zaghaft bei dem Auto. Ich traue mich manchmal ein bisschen zu wenig. Komm, aber wenigstens so 2 will ich noch kriegen. Der 6er ist auf der Strecke schon erstmal ganz in Ordnung. Das heißt, keine Strecke, wo jetzt mein Wagen wirklich seine Vorteile ausspielen kann. Ich denke mal, auf der Strecke wäre auch Allrad nicht gerade schlecht. Aber wir brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch so hin. Ich meine, für den Königsberg fährt sich der Wagen halt wirklich extrem gut. Hat extrem wenig Wheelspin. So, danke. Danke. Gott, ja. Aua. Was ich da hören muss. Ist an sich geil. Wenn ich das Auto sehe, ist es aber nicht mehr so geil. Ist immer noch ein Boxermotor. Das ist an sich schon mal in Ordnung, dass er den drin gelassen hat. Aber ich meine, Porsche Boxermotor in so einem Auto. Ich weiß ja nicht. Das ist aber ganz gut eigentlich. Damit wäre ich zufrieden, wenn es dabei bleibt. Muss auf den Audi aufpassen. Zum Allrad. Das müsste reichen. Jawohl, Dritter. Sehr gut. Hätte ich zu Beginn nicht damit gerechnet, dass ich Dritter werde. Deswegen mag ich halt auch gerne, mache ich auch gerne ein paar mehr Runden als nur 3 oder 2. Damit es auch ein bisschen fairer wird. Okay, Silvia. 2000er. Okay. Überrascht mich. Das ist halt viele Allradfahrzeuge. Subi und Audi. Das ist, denke ich mal, auf der Strecke auch vom Vorteil, Allrad zu haben. Auch irgendwie nicht. Das können wir auch so. Ich meine, Silvia, Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So einem Auto. Aber gut Job, Königsjack. Dieser Millimeter zur Stufe 71. Super. Wieder so typisch Forza. Wir haben etwas Großes für die Fortune Island Entscheidung aufgefahren. Mehrere große Dinge sogar. Halt Ausschau nach Hashtag Leviathan und Hashtag... Hallo Fabian. Hab gerade einen Anruf von einem meiner Horizon-Technik-Teams erhalten. Sie haben den 8. Schatz versteckt. Hier sind die Anweisungen.
Dieser schwedische Ritter reitet eisern zur Aktion. Bei der Blitzerzone am See mustert jeder seine Traktion. Okay. Ich weiß den Wagen. Aber nicht, weil ich schlau bin, sondern weil Internet mich gespoilert hat. Ich meine, die Marke wüsste ich so oder so. Wenn ich bei Schweden und Traktion denke, denke ich auf jeden Fall an Volvo. Und ja gut, schwedischer Ritter. Würde mir jetzt persönlich selber nichts einfallen, aber wir müssen den Volvo Iron Knight dazu nehmen. Es kam auch ein Anruf von meinem Rennplanungsteam. Tja, was soll ich sagen? Ich bin echte Multitaskerin. Qualifikation für Runde 8, die Veranstaltungen starten jetzt. Multitaskerin? Ah, yes. Ich wollte schon sagen, wo bleibt das denn? Leviathan und K. Da hat wohl ein kleines Wort gefehlt. Achso, nochmal gucken zur Blitzerzone am See oder was hat sie gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. Blitzerzone am See. Volvo Iron Knight. Habe ich den überhaupt? Blitzerzone am See. Herren des Sees und... Ich tippe mal grob auf diese. Erstmal muss ich gucken, ob ich den Volvo überhaupt habe. Sonst müssen wir hier mal ganz schnell wieder zurück. Ich habe ihn. Wahrscheinlich gewonnen. Wir düsen wieder mal ganz kurz hin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Doch, Felgenfarbe gefällt mir, ja. Passt. Felgen selbst auch. Finde ich ganz cool. Man hört sich wirklich sehr racy an. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Mach ich gerne, ne? Wenn wir anbremsen, da wird der Wagen ein wenig unruhig. Wenn dann ein bisschen lenkt, dann ist das schwierig. Ich werde auch vielleicht mal irgendwann die Autos von Fortune Island auf der normalen Map fahren. Zum Beispiel auf der Autobahn mal austesten, was ja der König 6 so schafft. Das müsste dann aber eigentlich eine Special-Folge sein. So, da vorne ist die Zone und wir fahren Volvo. Ach toll. Ich bin da noch nie gefahren tatsächlich. Bin jetzt nur diesen Unimog gefahren, im Let's Play, aber den Volvo noch nie. Ich weiß, dass das schnell ist, weil halt dieser Motor, den habe ich auch im Unimog drin. Haben wir 10 Gänge? Ja, völlig normal. Na gut, für einen LKW ist das schon heftig. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und da geht dieser Wagen auch schneller von ab als mein Corsa. Da müsste der doch eigentlich, oder? Ja. 4,6 Sekunden auf 100. Der Corsa ist, glaube ich, angegeben mit 13, irgendwas auf 100. Schaffe ich, glaube ich, schnell. Ich würde einfach so frech behaupten, dass ich die Werksangabe von Corsa toppe. Bis man auf 100 betrifft. Dass ich das wirklich schnell einkriege. Aber noch nie gemessen. Muss ich endlich mal machen. Ja, ne? Bisschen driften. LKW. Bitte gelöst. Hallo Fabian. Lösung bestätigt. Koordinaten werden übermittelt. Der Schatz ist irgendwo in dieser Gegend. Viel Spaß beim Suchen. Tada-Tipp ist irgendwo in dieser Gegend. Okay, du bist wirklich grandios. Das war ein großartiger Tipp. Den suchen wir den mal auch mal direkt. Ich weiß auch schon, was wir dort bekommen werden. Nämlich ein Auto, was ich begehre. Aber welches ist ja unwichtig. Das muss ich euch ja noch nicht verraten. So, KW Königsegg, Agera RS. Ja gut, ich meine 1000 KW serienmäßig. Der ist eher so ziemlich süß. Sieht ja nicht mal die Hälfte an KW.
Ist eigentlich schon irgendwie bitter, oder? War mal ehrlich. In 400 Metern rechts abbiegen. Du magst die Mercedes. Der Truck ist ja auch ein Spiel, der Mercedes hier. Tank Pool Racing Track. Stimmt. Die kann man aber, glaube ich, nicht kaufen, ne? Muss man halt gewinnen. Rechts abbiegen. Ein Wheel Spin. Links abbiegen. Jawohl, Offroad. Au! Das war mein Königsack. Okay, das war auch knapp. Jetzt haben wir nur noch Trucks um, ey. Was hab ich getan? Da würde ich jetzt mal ganz gemein. Links abbiegen. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich jetzt einfach in dieser. Oh Gott. In dieser Folge Schluss machen. Und statt erst in der nächsten Folge anfangen zu suchen. Wäre das gemein? Wäre das gemein? Das ist auch ziemlich gemein. Aber ich bin nicht gemein. So wie Peter sagen würde, ich bin der Mann des Volkes. Du hast dein Ziel erreicht. Ein bisschen suche ich. Da scheint es aber sehr dunkel zu sein an dem Ort, wo die Kiste steht. Also tippe ich mal eher so in diese Richtung hier. Kommt man denn hier überhaupt runter? Hier am Strand ist hier irgendwie ein Höhleneingang. Ach, was ein Zufall. Dann ist doch diese Truhe bestimmt hier drin. Okay, was soll da. Sieht nicht sehr gesund aus. Vielleicht irgendwie eine Atomkatastrophe, die ausgebrochen ist. Das muss doch hier irgendwie unten sein. Das kann mir doch keiner erzählen. Okay. Okay, die Höhle ist auch gerade sehr unpraktisch dafür. Oh, hier ist ein Loch. Oder irgendwie ein Bug, dass man da durchgucken kann. Ja, Schatz, der muss hier unten sein. Und dann auch ziemlich nah am Eingang. Glaube ich zumindest. Das waren wir schon mal da nach unten hin. Was war ich noch? Ja, komm. Scheiße, Folgenlänge ist mir noch scheißegal. Ist doch besser für euch. Weil angepeilte Folgenlänge halte ich ja sowieso nicht nie ein. Ich meine, ob ich jetzt, was ich 5 Minuten drüber bin und nach 15 Minuten. Wen juckt das? Mich nicht. Oder in einem gewissen Zeitrahmen. Juckt das mich nicht. Ich kann jetzt keine Stundenfolgen machen, das wäre doch wirklich ein bisschen zu lang. Und dann davon 7 Folgen oder so die Woche, das ist doch ein wenig übertrieben. Okay, bei irgendeinem Holzstab oder so, der in die Luft ragt. Schräg nach oben. Sieht wie der hier ein wenig aus. Müssen wir hier reinfahren? Moment. Hier schon mal dieses eine Ding. Kann der Schatz doch nicht weit sein. Warte, einmal umdrehen. Das ist der zweite. Ah, guten Tag. Achtung, der achte Schatz von Fortune Island wurde gefunden. Ans Technikteam, wir haben möglicherweise eine Sicherheitslücke. Oder einen extrem hartnäckigen Schatzsucher. Augen auf. Ich tippe ja auf das Letztere. Ich bin halt ein sehr hartnäckiger Schatzsucher. Vor allem ich und hartnäckig, ja. Hm. Weil ich die Schatz ja auch alle selber finde. Ja, alles gut. Ja, aber das reicht dann wirklich für heute, ne? So, Schatz gefunden, den Salen S5S Raptor bekommen. Den wir auch denn demnächst fahren werden. Aber ich glaube, das nächste Mal vielleicht noch nicht. Okay, doch eigentlich schon. Müssten wir eigentlich sogar.
mehr als Autos im Let's Play jetzt. Bei Fortune Island fehlen noch der Salen. Den Aventador J haben wir noch nicht. Den Fiesta haben wir noch nicht. Und wir haben noch den Funko Motorsports. Mit 1300 kW. Ich tippe mal, in der übernächsten Folge wird es dann der Salen sein. Schon mal als kleiner Tipp. Kann sich aber auch ändern, mal gucken. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wahrscheinlich morgen um 18 Uhr. Also bis dann und tschüss. Und ja, ich bin behindert.